Simone Tomalla und ihr Partner Nicolino Hermano haben sich nach nur einem Jahr Beziehung getrennt. Die traurigen Neuigkeiten bestätigt die Schauspielerin jetzt selbst. Sie wirkten glücklich und frisch verliebt, wie Teenager, doch nun ist alles aus zwischen Simone Tomalla, 57, und Nicolino Hermano. Die Schauspielerin gibt die Trennung von dem DJ bekannt, und die scheint endgültig. Simone Tomallas Management verkündet Trennung. Ich kann die Trennung bestätigen. Simone Tomalla und Nicolino bleiben einander freundschaftlich verbunden, bestätigt das Management der Frühling-Darstellerin am Freitag, 10. März 2023 gegenüber Bild. Weitere Details, wie zum Beispiel der Grund für das plötzliche Liebesaus, sind bisher nicht bekannt. Im Juni 2022 wurden Simone Tomalla und Nicolino Hermano erstmals gemeinsam auf Kuschelkurs gesichtet. Kurz darauf machte die Aktrice ihr Liebesglück via Instagram offiziell. Den Jahreswechsel verbrachte das Paar im Liebesurlaub in Thailand. Das ging gut. Wir haben denselben Rhythmus. Wir sind beide Frühaufsteher. Und wir haben dieselben Befindlichkeiten, hatte die 57-Jährige Ende Februar noch im Sat.1 Interview erzählt. Wir brauchen unseren Freiraum. Doch die beiden legen auch auf ihren Freiraum großen Wert. Ist dem nun die Trennung geschuldet? Wir sind zwei Menschen, die ihren Freiraum brauchen und sich auch mal zurückziehen müssen, sagte Simone. Da sei es besser, wenn man sich auch mal aus dem Weg gehen könne. Nicolino stimmte zu. Wenn wir das Gefühl bekommen, jetzt wird es ein bisschen zu eng, dann sage ich, lass uns mal morgen treffen. Schatzi, ich fahre jetzt mal nach Hause, bevor ein riesiger Streit passiert. Ein gemeinsames Zuhause schloss das Paar nicht aus, erklärte jedoch, wir schauen einfach mal, wohin die Reise geht. Nun scheint diese romantische Reise ein jähes Ende gefunden zu haben.